Hallo, wir haben das kleinste Mikrofon der Welt und wir sind in Berlin-Kreuzberg, genauer gesagt an der wunderbaren ehemaligen Kirche St. Agnes und oder wie ich sag, Stagnes. Stagnes, genau, in Stagnes. Und wir kommen gerade, so fair kann man ja sein, von einem Gespräch mit Johann König. Genau, wir haben jetzt gerade das Interview mit Johann König aufgezeichnet. Hier fährt ein sehr klappriges Fahrrad vorbei. Wir haben auf jeden Fall in der Vorbereitung uns überlegt, Johann König, ist der jetzt mehr Kunst oder mehr Business? Der erste Teil dieses Interviews, der gibt das auf jeden Fall preis. Und es werden aber auch Sachen geklärt, zum Beispiel, welches Milchprodukt Johann König ist und wie so sein Job abläuft. Und ja, hier in der wahrscheinlich hipsten Galerie der ganzen Welt durften wir uns ein bisschen vergehen. Das ist ein schlechtes Wort. Durften wir uns ein bisschen austoben. Ja. Bei einem sehr coolen Gast auf jeden Fall. Genau. Und wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, was zur Hölle eigentlich NFTs sind, wir versuchen es rauszufinden. Oder wir haben es versucht rauszufinden, ob wir gescheitert sind oder nicht. Erklär mal, was ist ein NFT? Das ist... Pop. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Tschüss. Haben euch lieb oder so? Ja. Ja, tschüss. Wie geht's dir so? Alles gut soweit? Gut. Ja, Pandemietrott. Aber geht gut. Wunderschön. Dann starten wir einfach direkt rein, oder? Yes. Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen, was sind denn deine Hauptaufgaben als Galerist? Also was beschäftigt dich so tagtäglich? Also als Galerist ist man in erster Linie Kunstvermittler, würde ich sagen, und Manager und Betreiber von einem Ausstellungsraum oder Ausstellungshaus. Das sind, würde ich so sagen, die drei, also Vermittlung im Sinne von Verkaufen, Kommunizieren, an Museen vermitteln, an private Sammlungen vermitteln und die an die Presse vermitteln, also für die Künstlerinnen und Künstler kommunizieren. Dann deren Karriere zu managen, die zu beraten, strategisch, inhaltlich. Sehr, also es wirkt schon wie so eine kleine, wie wenn man jetzt ins Brandhorstmuseum in München geht, so ein bisschen, so vom Flair her, vom Ding her. Aber du hast halt, der einzige Unterschied ist halt, dass du zwischen den Kunstwerken halt, neben den Kunstwerken halt auch die Preise hängen hast sozusagen, ne? Und so, die auch dann kaufen kann, wenn man sozusagen möchte oder wenn es geht. Genau, bei uns ist es ein bisschen anders. An beiden Seiten des Flurs, wenn man so will. Also üblicherweise sind Galerien nicht in so großen Gebäuden und auch nicht in so, oft sind sie bestimmt durch den White Cube, also den weißen Raum, wie klassisch ja auch Museen aussehen. Bei uns ist es eben eine umgenutzte ehemalige Kirche. Und üblicherweise haben interessanterweise auch Galerien gar keine so transparente Preispolitik. Und es sieht zwar aus wie ein Museum, aber auch da muss man ein bisschen auf die Begrifflichkeit achten. Ein Museum ist eigentlich ein Ort, was Kunst kauft. Also es gibt auch Kunsthallen, die quasi architektonisch ähnlichen Eindruck machen, aber keine eigene Sammlung haben. Und wir haben zwar eine eigene Sammlung, aber die ist hier nicht ausgestellt. Sondern was wir hier zeigen, sind Kunstwerke von den von uns vertretenen Künstlerinnen und Künstlern, die wir zum Verkauf anbieten. Aber dann ist es ja im Endeffekt so, wenn man jetzt zum Beispiel unten sieht, also es sieht ja schon auch alles, es ist ja auch alles sehr gut, wie soll ich sagen, komponiert, eine schöne Komposition sozusagen, wie diese arrangiert, genau. Ja, wir sprechen von kuratiert. Kuratiert. Lustigerweise kommt da dieser Begriff her, curare, also aus dem Museumskontext, der dann aber natürlich jetzt ist in die Schaufensterwelten und Sneaker-Plattformen geschafft hat. Aber ursprünglich kommt das Kuratieren aus der Kunst. Wenn jetzt aber zum Beispiel jemand, Daniel Arsham, wenn da jetzt jemand diesen Dionysos-Kopf zum Beispiel kauft, dann ist der sozusagen nicht mehr da. Dann wird er halt durch irgendein anderes Stück ersetzt im Endeffekt. So, also was man hier sieht, lebt ja dann in gewisser Weise auch. Ne? Es ist halt immer, was ihr halt gerade für Künstler managt oder vertreibt. Richtig, genau. Also die Kunstwerke, die hier ausgestellt sind, sind meistens käuflich erwerblich, manchmal auch nicht, weil sie dann besonders wichtig sind für den Kontext. Also dass man irgendeine Präsentation hat und dann hängt man da auch Arbeiten hin, die verkauft sind, weil man dann die anderen, die links und rechts davon verfügbar sind, besser versteht. Aber alles in allem ist es hier auch ständig einem Wechsel unterzogen. Jetzt hast du schon den Wechsel angesprochen. Das hat sich ja erst auch
musste sich wahrscheinlich erstmal auch etablieren oder die letzten 20 Jahre seit deinem Beginn an. Du hast bei Sven, bei Ohne den Hype im Podcast gesagt, liebe Grüße an der Stelle übrigens, dass du, als du begonnen hattest, hattest du nicht mal eine Kreditkarte, glaube ich, war dein Wortlaut. Also du hast quasi von null gestartet. Ganz doofe Frage, wenn man jetzt so diese 20 Jahre von damals bis jetzt anschaut, wie oft wolltest du die Flinte ins Korn werfen? Gab es so Momente, wo du gesagt hast, so jetzt lasse ich es, aber jetzt ist es ermüdend? Häufig ist es natürlich so, dass es nur nicht so einfach ist. Also weil wenn man dann mal so ein Unternehmen angefangen hat, Raum, Mitarbeiter, Verpflichtungen, Projekte geplant hat, da kommt man natürlich dann so schnell nicht mehr raus. Und das ist auch gut so. Aber man muss auch sagen, das ist natürlich alles einem ständigen Wandel unterzogen und ein Prozess, der Markt verändert sich, die Welt verändert sich. Damals gab es in der Form ja noch gar keinen, es gab ja noch nicht mal Web 2, ja? Sondern das fing gerade an und jetzt sind wir mitten im Web 3 drin und versuchen das eben mitzugestalten. Insofern ist das auch wiederum das Tolle an so einer Plattform, nenne ich es jetzt mal, die so eine Galerie auch sein kann, dass man sich ständig neu und weiterentwickeln kann und auf die gegebenen Umstände reagieren kann. Aber war es dann so, dass du am Anfang oder als du angefangen hast, die ersten Künstler sozusagen oder die ersten Kunstwerke einzukaufen, hast du dann da auch, also ich stelle mir halt vor, wenn man halt ein sehr limitiertes Kapital am Anfang hat, ist es schon sehr schwer, sich zu entscheiden, was nehme ich jetzt sozusagen auf, womit kann ich sozusagen auch den Fortbestand meines Unternehmens, wie du sagst, halt auch gewährleisten. So. Und ich denke mal, so mit der Zeit wird man wahrscheinlich auch ein bisschen risikofreudiger, wo man sagt, gut, ich kaufe jetzt mal mehrere Sachen ein und dann schauen wir mal, was sozusagen funktioniert und was nicht. Ja? Na, das Interessante ist, dass wir eigentlich nicht wirklich kaufen, also sondern die meisten Kunstwerke sind in Kommission. Also wir finanzieren die zwar vor, dass die Künstlerinnen und Künstler die herstellen können, aber wir, die sind nicht in unserem Eigentum, sondern wir vermitteln die. Wobei auch da natürlich, wenn der Raum größer wird, wird der Aufwand höher und die Künstlerinnen und Künstler werden anspruchsvoller. Das ist aber irgendwie so organisches Wachstum, wie man das in allen anderen Industrien auch kennt. Okay. Da merkt man selber gar nicht mehr, was man auf einmal für ein Rad dreht. Okay, also hast du auch am Anfang mit Kommission dann sozusagen gearbeitet? Also hast du gesagt, ich habe den Raum, ich häng die Sachen rein und dann schauen wir, was funktioniert und was nicht. Ja, nur, dass wir dann immer mehr angefangen haben, eben diese Vorfinanzierung dann auch zu übernehmen, weil wir auch dann von Projekten oder Ideen begeistert waren, die wir eben mitrealisieren wollten. Und was war so deine ganze Motivation dahinter? Also was war die auslösende Kraft, in dir, die gesagt hat, so ich mache jetzt mit 20, mache ich jetzt meine eigene Galerie auf? Was hat dich da getrieben? Das war vor allem der Kunsthandel hat mich nicht so besonders interessiert, sondern ich wollte mit Künstlerinnen und Künstlern arbeiten und einen Raum, eigentlich wollte ich Ausstellungen machen und da war das Einfachste mit der Galerie, weil die sich eben über den Verkauf von Kunstwerken selber finanziert und nicht irgendwie von Förderungen oder sowas abhängig ist. Aber gut, der Verkauf, der musste ja dann erstmal etabliert werden zu Beginn, ne? Wie schwer oder weniger schwer fiel euch das denn damals oder dir damals? Also viel schwerer, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ich hatte mir das viel leichter vorgestellt und hatte eben auch überhaupt gar keine Ahnung und bin da extrem naiv rangegangen und habe mich dann in einer Situation wiedergefunden, wo ich eigentlich gar keine, also wo richtig so Cold Case mäßig zu gucken, wie komme ich jetzt überhaupt voran, und das war ein sehr zäher Prozess. Und wie, also das ist natürlich, erstens verrät man wahrscheinlich solche Tricks auch nicht und zweitens weiß ich nicht, ob es da eine generelle Lösung gibt, aber wie verkaufst du so ein Bild oder wie hast du das gemacht, wenn du am Anfang gesagt hast, so, ich will jetzt dieses Bild verkaufen, wie bist du da rangegangen? Also was sind da so die Tricks, um das den Leuten schmackhaft zu machen? Ja, das Ding ist, richtig Tricks gibt es da nicht und das Wichtige ist, es geht auch eigentlich gar nicht so stark um ein konkretes Bild oder um eine Skulptur, sondern um die künstlerische Praxis in Gänze.
Also die komplette, das komplette Oeuvre oder das komplette Schaffen und daraus dann einzelne Werke natürlich. Und das ist erstmal die, die Herausforderung und das ist vor allem Kontinuität, Ausdauer, einfach am Ball bleiben. Ich glaube, das, was auf das der Sebastian ein bisschen raus wollte, ohne dich jetzt missinterpretieren zu wollen, alles aber ist so ein bisschen, weil ich habe es gerade so spaßeshalber gesagt, aber es ist so dieser klassische Sales-Charakter, ne, dass man sagt so, hier Wolf of Wall Street, verkaufen Sie mir diesen Stift. Also, schreib deinen Namen. Genau, also ob du da damals wirklich ins Feld in die Akquise gegangen bist und hast dir halt irgendwelche wortwörtlichen Tricks überlegt, um die Kunst an den Mann, an die Frau, an den Endabnehmer, Endabnehmerin zu bekommen? Oder war das dann irgendwann eher ein Selbstläufer, weil du Glück hattest? Oder wie würdest du das einordnen? Kontakte. Nee, ich hatte leider keine Kontakte zu, ich hatte Kontakte zu Künstlerinnen und Künstlern, aber nicht zu Leuten, die Kunst kaufen. Mhm. Und das Interessante beim Kunstmarkt ist, dass es entweder ein Angebot oder Nachfrage, also ich meine, alle Märkte sind entweder ein Angebots- oder Nachfragemarkt, aber im Kunstmarkt ist es relativ extrem. Da ist es entweder ein sehr starker Angebotsmarkt oder ein sehr starker Nachfragemarkt. Mhm. Also das heißt, entweder du hast was, was keiner will, oder du hast was, was jeder will, und dann wird es total schwierig zu allokieren. Und umgekehrt ist es am Anfang oft schwierig, die Begehrlichkeiten zu wecken, wenn du so viel davon hast. Mhm. Ja, weil dann ist sozusagen die Klar. Scarcity und Urgency nicht da. Ja. Mhm. Und das sind aber alles Faktoren, die kann man nicht wirklich künstlich beeinflussen, sondern die muss man eben moderieren in der jeweiligen Situation, in der man dann gerade ist. Mhm. Und man kann sie eben auch nicht vermischen. Also du kannst auch nicht die eine Position, die stark nachgefragt ist, mit der anderen, die wo es ein großes Angebot gibt, verknüpfen, weil das langfristig nicht gut geht, weil die Leute ja dann kaufen sie was, was sie eigentlich gar nicht kaufen wollen, um was anderes zu bekommen und so. Ich spreche es mal runter, also wenn du halt einen Van Gogh kaufen willst, dann willst du halt nicht, wenn du sagst, hier, ich habe aber auch selber was gemalt, so, willst du das nicht kaufen, so, das matcht halt natürlich nicht, ne? Genau. Also, genau. Und deshalb ist eben die Herausforderung, kann man eigentlich sagen, dass es zwei Formen der Kunden gibt. Die einen sind die Künstlerinnen und Künstler, die anderen sind die Sammlerinnen und Sammler. Mhm. Ist es so, da sind wir natürlich auch nicht drinnen, aber ich sage jetzt mal so in der Galerielandschaft, unter anderen Galeristen oder Galeristinnen, ist es da so, dass, bist du da einerseits schon ein bisschen einzigartig, dass du das auch so wirtschaftlich und so unternehmerisch angehst? Und finden das andere Galeristen und Galeristinnen dann auch irgendwie blöd? Oder haben die dann so gewissen, wie soll ich sagen, sagen so, ja, der Johann König, der macht das irgendwie so wirtschaftlich, dem geht es dann überhaupt nicht mehr um das, um die Kunst daran. So. Also gibt es da irgendwie so Bad Vibes? Oder wie ist da die Lage? Naja, am Ende sind ja alle Galerien wirtschaftlich orientiert. Ich glaube, dass nur die wenigsten da so offen drüber sprechen wie ich. Mhm. Und ich mache das aber, weil ich finde, dass der Kunstmarkt sich stärker öffnen sollte und viele eben das nicht, den Kunstbetrieb als solchen nicht richtig verstehen und nicht verstehen, wie der funktioniert. Und so kompliziert ist es nicht. Mhm. Am Ende sind alle Märkte gleich, weil die Marktmechanismen sind im Groben immer gleich. Es gibt natürlich nur Feinheiten. Mhm. Und ich finde gut, darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist wie überall. Es gibt viele, vor allem die ältere Schule tut sich damit sehr schwer. Mhm. Aber eine jüngere Generation beidseits des Gangs findet es, glaube ich, weitestgehend gut. Aber woran liegt das, dass es noch so, weil du gerade meintest, du willst es zugänglicher machen, das ganze Feld, ganz grob gesagt, ganz doof formuliert, woran liegt es, dass es noch nicht so zugänglich ist, also dass an diesem Markt, an diesem Spielplatz, Kunstmarkt noch nicht so viele mitspielen oder auch mitspielen können? Ist es zu exklusiv oder was ist da deine Einschätzung? Na, ich glaube, das liegt daran, dass es einen riesen Spread gibt zwischen der öffentlichen Wahrnehmung und der Vielseitigkeit oder der Realitäten, also die in den Medien sind dann die Rekordpreise und in der Vorstellung aber auch dann der darbende Künstler.
die Künstlerin, die quasi von der Hand in den Mund lebt. Und beides gibt es natürlich, ne? Und dazwischen ein Riesenspektrum. Mhm. Und dann ist es aber natürlich auch so, dass teure Kunst unerreichbar ist. Mhm. Und noch günstige Kunst auch unerreichbar, weil nicht, weil man sich nicht orientieren kann. Mhm. Ja, wenn man jetzt sagt, also es gibt auf eine Art und Weise auch ein bisschen einen Vergleich vielleicht zu dem Unternehmensmarkt, also der Börse oder auch Seed und Startup Investments. Nur ist es da eigentlich umgekehrt in Blue Chips, also in DAX-Aktien. In DAX-Titel kannst du ja an der Börse investieren, sehr einfach, und im Kunstmarkt nicht. Mhm. Und Startup-Titel und junge Startup-Künstler, sage ich jetzt mal, mhm. Sind ähnlich schwierig zu erreichen, weil mhm. du musst in gewissen Circles sein, um überhaupt in die Gelegenheit zu kommen, bei einer Seed-Runde oder Series A-Runde oder so mitzumachen. Das ist im Kunstbereich fast sogar noch einfacher, aber auch da ist eben die Orientierungslosigkeit sehr groß, mhm. weil wo erkenne ich jetzt als jemand, der da so erstmal kurz von außen drauf guckt, was ist jetzt eine potenziell interessante Position, einmal inhaltlich für mich persönlich, privat interessant, aber auch monetär perspektivisch als Geldanlage interessant. Ja. Und da tut sich der Kunstmarkt auch irgendwie ein bisschen schwer mit, weil man will eigentlich nicht so kommerziell sein. Dabei, das schickt sich dann nicht, ne? Ja, dabei ist das natürlich, ist das so. Also, weil wenn es kein Incentive beim Kauf gäbe, würden die Leute auch nicht so viel kaufen. Ja, also, richtig. Und insofern ist das etwas, wo ich finde, dass das sehr viel, und interessanterweise haben Künstlerinnen und Künstler viel weniger Probleme damit, als die, die es verkaufen. Aber hat man da nicht Angst so aus der Kunstperspektive, dass es, also wenn es einen Imagewechsel geben würde, wenn das Ganze zugänglicher werden würde, dass so ein bisschen der Mythos, der Coolness, der elitäre Coolness-Mythos der Kunst verloren ginge? Na, das glaube ich nicht. Das sehen wir jetzt ja auch auf diesen ganzen NFT-Plattformen. Mhm. Und das Wichtige ist ja, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Sachen zu kaufen. Mhm. Also, und das bleibt natürlich. Und auch eine Parallele zur normalen Realwirtschaft, sag ich jetzt mal. Ja, ja, voll. Ich meine, so, du musst es halt. Es gibt halt da ja bei den, ich meine, bei den NFTs ist ja auch so eine künstliche Knappheit extrem wichtig, so dass es halt nicht unendlich verfügbar ist, sondern dass es halt limitiert ist und dadurch kann es halt dann, wenn es vergeben ist, eine gewisse Preissteigerung auch haben, sage ich mal. Ne? Also kann man ja schon die Parallele ziehen wahrscheinlich, oder? Imagewechsel, Markterweiterung. Ja, künstliche Knappheit ist halt immer die Frage. Ja, na gut, sie ist natürlich schon künstlich, wie bei der Fotografie auch, weil man sagt, davon will man, dass es nur 6 gibt. Genau. Da ist jetzt nur in der Fotografie so, dass man dann darauf glauben und vertrauen muss, dass es davon nur 6 gibt. Mit der Blockchain sieht man, dass es nur 6 gibt. Absolut. Und der andere Vorteil ist natürlich, dass es durch die Blockchain viel fungibler ist. Also es wird auf einmal liquide. Und das andere Interessante ist, dass man die Urheber an den Gewinnen beteiligen kann. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass die das dann auch irgendwie zelebrieren und feiern. Mhm. Was ich mir noch dachte zum Thema Investieren in Kunst und Kunst zugänglich machen, was du davor erwähnt hast. Ich habe das Gefühl, dass Leute oder dass generell die Bereitschaft von Leuten in Sachen zu investieren, sich, also das Spektrum an Dingen, die investiert wird, so muss man sagen, weitet sich halt extrem auf. Weil ich früher habe ich das Gefühl, hat halt jeder wahrscheinlich erstmal ein Auto gekauft und dann eine Wohnung. So, das war halt so, wenn überhaupt, so, wenn du halt irgendwo dein Geld sicher anlegen wolltest. So, aber heute ist es halt so, die meisten Leute können sich halt keine Wohnung mehr leisten, weil es halt einfach die Immobilienpreise so hoch sind. Und dann werden jetzt andere Sachen gesucht, in die man investieren kann, die halt eine gewisse Wertstabilität haben. So, also zum Beispiel Uhren, so gewisse Autos natürlich auch, oder dann eher so Oldtimer, keine Neuwagen oder Youngtimer. Neulich habe ich auf Instagram gesehen, man kann jetzt in alte Weine investieren, aber ich habe nicht weiter reingeklickt, ja, weil weiß ich nicht, wie das funktionieren weil zu soll. Arm. Ist das nicht auch, also ist das auch was ihr bemerkt oder auch was eine Chance darstellt, dass die Leute vielleicht auch eine größere Investitionsbereitschaft haben?
Also ich habe ja zwei Unternehmen. Eins ist die Königgalerie, was eben versucht, die relevantesten Künstlerinnen und Künstler in den jeweiligen Gattungen zu vertreten. Und die MISA, das ist ein Unternehmen, was in der Corona-Krise gegründet wurde, was ein Marktplatz ist, der physische wie digitale Kunst aus dem Primär- wie Sekundärmarkt verknüpft. Mhm. Und zwar eben von Kunstwerken in Malerei, Skulptur oder NFT-Form oder auch Edition. Und wo wir auch Kunstwerke fraktionalisieren oder fraktionieren. Also wo wir, wird dann ein Kunstwerk, ob NFT oder Gemälde oder Skulptur, tokenisiert. Und dann werden einzelne Fungible Token von diesem Non-Fungible Token ausgegeben und können dann gehandelt werden. Und somit kann man auch bei jungen wie etablierten Positionen investieren und sich beteiligen und daran beteiligt sein, diese traden oder beim finalen Exit, wenn man so will, also wenn das Kunstwerk dann an ein Museum zum Beispiel verkauft wird, wird das dann ausgezahlt und wir machen das. Also man kauft dann einen kleinen Anteil sozusagen an einem Kunstwerk. Ja. Genau, und wir machen das, um auch einer jüngeren Generation oder Leuten, die nicht so, bisher ist eben dieser Markt nur für wirklich sehr Wohlhabende offen, zu ermöglichen, daran auch teilzuhaben. Und das ist eben auch kann ein gutes Investment sein. Anders als jetzt zum Beispiel ein Auto oder eine Wohnung ist ja in der Regel eigentlich kein gutes Investment, weil die Miete, die man eigentlich zahlt und den Mieterschutz und die das, was du quasi von deinem Vermieter erwarten kannst, selten kompensiert wird durch die Wertsteigerung von einer Immobilie, wenn du die Opportunitätskosten betrachtest. Aber das ist ein anderes Thema vielleicht nochmal. Aber interessant ist, diese ist jetzt hier natürlich auch mit der zunehmenden Inflation, dass man da auch an Kunst sich beteiligen kann und das Ganze auch so strukturiert und kommuniziert und mit einem Educational Part, dass man das alles nachvollziehen kann. Es geht uns da aber nicht in erster Linie darum, da ein Finanzprodukt irgendwie jetzt aufzulegen, dass Leute da wie ein ETF eben jetzt dann auch irgendwie German Post-War kaufen können, sondern wirklich, ich glaube, dass wenn man mit Kunst in dieser Form verbunden ist, ein anderes Interesse sich entwickeln kann, als wenn das nicht möglich ist. Und wie läuft das bis jetzt? Also dein zweites Unternehmen, die MISA, könnt ihr das irgendwie, wie messt ihr das? Habt ihr da viele User drauf? Habt ihr schon viele Kunstwerke verkauft? Also ja, bisher ist es so, dass wir NFTs verkaufen und eben so 24-Stunden-Drops machen. Mhm. Also dass Künstlerinnen und Künstler machen dann ein Bild, ein Print, und der wird dann jedes Mal verfeinert und der wird so oft reproduziert und mit der Hand gefinisht, wie innerhalb von 24 Stunden bestellt wurden. Mhm. Und danach wird es nie wieder angeboten. Okay. Ja, also danach gibt es dann einen Sekundärmarkt für diese Werke, aber und das läuft super. Also, das habt ihr, glaube ich, mit Johanna Dumais auch gemacht, genau, mit Johanna Dumais haben wir das gemacht, ja. Und da haben wir irgendwie bestimmt 500 neue Kunstsammlerinnen und Kunstsammler. Also das ist jetzt nicht so gigantisch profitabel, weil dann kostet so ein Print 250 Euro. Also da kommt schon was zusammen, weil das sind ja dann irgendwie 600 mal 250 Euro. Mhm. Aber das ist schon sehr aufwendig. Da müssen wir auch eben jetzt unser Team erweitern. Operations, Operational Excellence, all diese E-Commerce-Themen werden dann da irgendwie Thema. Weil das ist ein sehr hochwertiger Print, ist jetzt nicht ein Poster, sondern das ist schon so ein richtiger Offset, die Tonprint auf Top-Papier und so. Also ein richtig schön. Und dann auf jedem malt sie mit der Hand, hat sie was Eigenes draufgemalt. Also sie sind alles Unikate und das machen wir eben jetzt regelmäßig. Und uns geht es aber da eher darum, man versteht nur, was es heißt, ein Kunstwerk zu haben und was für eine emotionale Rendite man bekommt von einem Kunstwerk, wenn man mit einem lebt. Mhm. Und deshalb haben wir uns das ausgedacht, um eben viele Leute dazu zu bringen, Kunstwerke
einfach zu sammeln. Mhm. Also einfach neue Sammler eigentlich zu generieren. Genau, ne? Genau. So einfach mal easy access in das Geschäftsmodell. So, ja. Ich finde es wahnsinnig interessant, weil das ist ja super, super, logischerweise super innovativ. Eine letzte Frage von meiner Seite noch, bevor wir in unsere nächste Kategorie switchen. Ich finde, das hat so, ich sehe da ein paar Parallelen zu dem Hype, der irgendwie mit Trade Republic aufkam, was den Börsenmarkt angeht, dass man halt gesagt hat, okay, wir wollen jetzt auch eine erstmal ganz heruntergebrochen einer jüngeren Gruppe zugänglich machen. So. Ja, ja. Wir programmieren eine Oberfläche für Smartphones, die kann sich jeder holen, das verlinkst du mit deiner Kreditkarte und schon bist du Teil des großen Games quasi. Geht ihr da ähnlich ran oder was ist, besser gesagt, was ist eure Herangehensweise an die Oberfläche? Also habt ihr gesagt, wir gehen da auch über eine App rein, wir machen das nur online oder ihr könnt vorbeikommen oder wie seid ihr da rangegangen? Wie wollt ihr da auch bewusst jüngere Menschen ansprechen? Genau, das ist eine Web-App, also das ist ein, wenn du so willst, eigentlich wie eine Shop-Oberfläche und dann... So ein ganz normales Browserfenster oder was kann ich... Genau, das funktioniert, aber ist aber mobile-optimized, also mobile-first Ansatz und dann ist es so, dass du da ganz normal navigierst und gibt eben diese unterschiedlichen Kategorien, 24-Stunden-Drops, da muss man sich dann eintragen, cool. Um benachrichtigt zu werden, weil es ja nur dieses eine Zeitfenster gibt, da kann man NFTs kaufen und total irre, jetzt sehe ich die ganze Zeit, Coinbase nimmt Mastercard, wir nehmen schon seit letzten August alle Kreditkarten. Also man kann cool. bei uns mit Kreditkarten NFTs kaufen. Und die Fraktionalisierung, da sind wir jetzt gerade dran. Ich hoffe, dass wir die nächsten Monat launchen. Die ganzen Assets, also Kunstwerke, die haben wir schon. Das ist sozusagen, es ist nicht ganz anders als Trade Republic, muss man sagen. Weil wir... Mehr ästhetischer. Weil ähnlich ist es so, dass man bei NFTs dem Teileigentum und den Kunstwerken über 10.000 Euro muss man sich KYC. Was heißt KYC? Know Your Customer, also Geldwäscheprävention. Ja. Und das haben wir jetzt so hinbekommen, dass es genauso wie bei Trade Republic ist, dass man in der App diese Ident mit dem Personalausweis. So ein bisschen mit dem Führerschein wackeln oder so, ne? Genau. Ja, ist es ja tatsächlich. Ja. Wir haben so eine kleine Kategorie, wo wir Fragen sammeln, die uns unsere Fans, würde ich mal sagen, oder unsere Community so schickt, die wir ab und zu, oder auch ehemalige Gäste, können hier auch Fragen reinwerfen. Wir wissen selber nicht, was kommt. Ich würde da jetzt mal eine Frage für dich ziehen und sie dir vorlesen. Ich hoffe, es ist nicht zu cringy. Es kann halt alles sein, ne? Also wir Das ist lustig, weil wir so eine ähnliche Frage auch gleich noch hätten, aber egal. Okay, ja, schieß los. Sophie Dekansreiter, liebe Grüße. Sophie, fragt, hey. Wenn du ein Joghurt wärst, welche Sorte wärst du? Natur. Aber dann selber auch ein bisschen Marmelade noch reinmischen oder nur Natur? Ich glaube nur Natur. Und ja? Griechisch 10%ig schon fettig oder normal? Nee, ganz normal. Natur finde ich nämlich eigentlich wirklich sehr interessant, weil das ja so ein transformierender, vielseitiger Geschmack ist. Das stimmt. Ja, der erste Geschmack ist ja erstmal etwas irritierend und dann... Ist auch schon viel vergorene Milch im Spiel erstmal, wenn man sich darauf einlässt. Absolut, ja? Aber, ein Bakterien-Eldorado. Aber es stimmt schon, natürlich ist es auch vielseitig, ne? Weil du kannst Joghurt ja auch sowohl zu deftig als auch zu Süßspeisen einsetzen. Ja. Ja, cool. Genau. Wie eine Plattform, die sich als Basis zur Verfügung steht für alles mögliche andere. Weil das ist ja das, was man in meiner Rolle eben ist. Ich bin ja leider nicht selber künstlerisch tätig, sondern bin eben die Basis für künstlerische Praxis. Also bist du der Joghurt der Kunstszene? Genau, und die anderen sind die Marmelade. Und aber ich sag mal auch, dieser Gärungsprozess bei dem Joghurt, der muss ja auch erstmal einsetzen, so auf bakterieller Ebene. Ja. Und wir haben vorhin schon kurz darüber geredet, lieber Johann, dass du vor 20 Jahren ohne Kreditkarte, ich betone es nochmal, weil wir gerade so viel über Geld und Kreditkarten gesprochen haben, begonnen hast. Und ohne Dispo. Ja. Jetzt hast du selber gerade gesagt, du bist künstlerisch selbst leider nicht... Dispo-Fox. Dispo-Fox. Leider nicht tätig. Wie lange hat es denn gebraucht, um den Namen Johann König oder die König-Galerie zu etablieren, dass die Leute dann das irgendwann ganz doof gesagt haben, gefressen haben, dass es gut ist, was du hier machst, dass das einen Wertigkeitsstempel erlangt hat? Also...
Den Namen kannten viele, weil ich ja aus so einem privilegierten Hintergrund komme. Mein Vater war Museumsdirektor und Ausstellungsmacher. Aber ich glaube, bis es zu dem Punkt kam, dass man das mit meiner Tätigkeit allein, also das war auf alle Fälle ein Vorschuss, weil das Schwierigste ist ja überhaupt, an einen Punkt zu kommen, dass sich Leute mit dem beschäftigen, was man macht. Und yes. Sich dem überhaupt widmen. Und vor allem, was du machst, nicht was dein Vater gemacht hat, nicht was dein Onkel gemacht hat. Also weißt du, ja, gut, das ist ja dann der zweite Schritt, aber dass überhaupt jemand sich mit dem damit beschäftigt. Grundsätzlich muss erstmal jemand auf dich aufmerksam werden. Genau. Und dann muss man sich loslösen. Genau, und da hatte ich schon einen Vorteil, weil ich ja auch diesen Unfall hatte und so wenig gesehen habe, dass die Leute auch dadurch, glaube ich, nochmal irritiert waren und auch nochmal extra hingeguckt haben, was macht der eigentlich. Das da, ist halt, ne? Skurril in dem Moment, ne? So, genau. Im Volksmund gesagt, ganz doof. Und absolut. Also auch wenn es ein tragischer, ja, und schrecklicher Unfall war, war es wahrscheinlich gutes Marketing dann für dich in dem Moment, oder? Ja, den Volksmund interessiert es ja sowieso nicht. Also das ist, das ist ganz interessant, dass die, und das ist was ich glaube ich schon anders gemacht habe als viele, Kunst in so eine breitere Öffentlichkeit zu tragen, das ist etwas, was ich jetzt stark in den letzten Jahren forciert habe und was eigentlich so nicht üblich oder verbreitet ist. Warum, ist mir auch nicht ganz klar. aber das ist auf alle Fälle so. Und ich würde sagen, dass ich mir im Kunstbetrieb einen Namen gemacht habe, das hat vielleicht so ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre gedauert, bis Leute verstanden haben, was auch inhaltlich da die Ausrichtung ist. Und dann in so einer breiteren Öffentlichkeit, vielleicht so nach 10 Jahren oder so. Aber das ist schon auch zäh, ne? So 10 Jahre, das kann schon auch gut ins Mark gehen, oder? Ja, es muss auch ja gar nicht sein. Also es muss ja gar nicht für die Galerietätigkeit als solche in so einer Nische, kann man fast von so einem B2B-Business ausgehen. Ja? Das ist sozusagen nicht notwendig, dafür so eine große Öffentlichkeit zu sorgen. Wobei ich gemerkt habe, dass mir geht es ja darum, eine Öffentlichkeit für die Künstler zu schaffen. Und die ist eher erreicht, also künstlerische Inhalte alleine in eine große Öffentlichkeit zu bringen, ist sehr schwierig. Aber die verknüpft mit anderen öffentlichkeitswirksameren Dingen wie mit irgendeiner Markenkooperation mit Louis Vuitton oder so, ist dann wiederum einfacher. Mhm. Und das war so ein bisschen die Herangehensweise. Da geht es halt dann viel um Reichweite, oder? Also so Reichweite und Kontext. Und mir geht es aber ganz stark auch darum, diese unterschiedlichen Partner zu wählen, um die Assoziation und den Zugang zu erleichtern. Ja. Weil da haben die Leute schon irgendwie einen Bezug zu oder identifizieren sich damit und darüber kommen sie dann in die Kunst und merken, dass die Kunst gar nicht so anspruchsvoll, arrogant oder komplex ist, wie man vielleicht glauben könnte. Über die Zugänglichkeit von Kunst wollten wir sowieso noch journalistisch einhaken. So, mein lieber Johann, kommt mir schon vor wie Horst Lichter früher. So, genau, dazwischen haben wir jetzt aber noch ein paar schnelle Fragen, die wir abwechselnd an dich stellen werden und die du am besten so kurz wie möglich beantwortest. Spoiler-Alarm, lieber Johann, es können auch ein paar nonsensliche oder dem Nonsens angehauchte Fragen dabei sein. Das dient einfach ein bisschen, um das Gespräch aufzulockern. Genau, also, nee, das schneiden wir dann raus und das stellen wir dann ins Internet, damit die Leute das mögen. Ja, genau. Und das eigentliche Gespräch ist dann okay. Alles andere ist nur viel gut. Sebastian Glatte, ich möchte dich vorwarnen an der Stelle, ich habe keine Brille auf, aber ich versuch's trotzdem. Gut. Ja, ne? Passt. Gut, los geht's. Das Alles ist Pop. Kreuzverhör heute mit Johann König. Alles ist Pop. Das Kreuzverhör. Johann, mit welchem Wort würdest du dich selbst beschreiben? Mit welchem Wort? Mhm. Ein Wort. Wort. wie findest du Bares für Rares? Habe ich noch nie wirklich mitbekommen, aber das, was ich so an Ausschnitten gesehen habe, großartig. Sehr zu empfehlen, also es ist grandioses Vorabendprogramm. Würde ich auch gerne mal entwickeln, so ein Format. Ja. Aber halt in cool, ne? Also ja. Versteht mich nicht falsch, Bares für Rares macht unglaublich viel Spaß, aber da geht ästhetisch geht da noch was, auf das jeden stimmt. Fall. Johann, welche verstorbene Person würdest du gerne mal kennengelernt haben?
Plusquamperfekt, ne? Frida Kahlo. Wie oft wurdest du schon mit dem Komiker Johann König verwechselt? Ich persönlich nicht so häufig, aber... Eher mit dir? Aber meine Frau... mit ihm. Nee, aber meine Frau... Also ich mit ihm... über deine Frau? Bei meiner Frau, genau, ja. Aber ich kenne ihn sehr gut. Ach, tatsächlich? Ja, wir kennen uns schon seit 20 Jahren. Lustig. Weil er damals meine Domain haben wollte. johannkönig.de. Hat er sie bekommen? Hat er nicht bekommen, ne? Selbstverständlich. Aber ihr seid Freunde geblieben. Aber wir sind genau, wir haben auch schon immer wieder überlegt, ob wir nicht mal Rollentausch machen. Ja. Das, könntest du dir das vorstellen, auf so einer Stand-Up-Bühne dann so, ja, also ich war letztens im Baumarkt, das ist schon witzig, ja, ist schon, ich war auf vielen seiner Vorstellungen und das ist schon ein interessanter Job, weil der reist dann alleine mit einem anderen durch die Nation, ja. Und das ist schon ganz schön tough, also die haben jeden Abend eine Show und die sind eben nur allein, ja, also... Ich glaube, sowohl als Galerist als auch als Stand-Up-Komiker oder Comedian brauchst du einfach eine gute Nase für den Zeitgeist oder was gerade geht, so auf ganz doof gesagt. Deshalb gleich mal die Frage, Stichwort Galerist, an dich. Was beunruhigt dich? Danke dir, Sebastian. Nochmal was? Was beunruhigt dich? Eigentlich nichts. Das ist gut. Das können wir so stehen lassen. Klimakrise auch? Kein Ding? Okay. Egal, Sebastian. Doch, bitte. Natürlich, richtig. Doch, die Klimakrise beunruhigt mich. Die Inflation beunruhigt mich auch. Aber alles in allem bin ich eigentlich eher ganz guter Dinge. Muss man Kunst ernst nehmen? Kunst muss man ernst nehmen, ja. Jetzt kommt die lang erwartete, sehnsüchtig erwartete Frage. Wenn du nicht Galerist geworden wärst, lieber Johann, was wärst du denn dann geworden? Autoverkäufer, Drogendealer, sag mal an. Ja, das Interessante ist, dass ich bin Galerist, aber ich bin auch noch viel mehr als Galerist. Ich bin Unternehmer und Kunstvermittler und... Stuntman. was ich sonst gewesen... ursprünglich wollte ich eigentlich immer irgendwas mit Wirtschaft machen. Das machst du ja im Endeffekt. Ja, aber das war sozusagen... war mir in der Grundvorlesung zu komplex. Mhm. Deshalb habe ich es nicht fortgesetzt. Du hast halt auch was angewendet, was dir irgendwie vertraut ist. Ja, vertraut war es mir nicht, aber es hat mich interessiert, aber es war mir dann nicht praktisch genug. Wobei ich im Nachhinein schon mir oft gewünscht hätte, da ein bisschen mehr in die Planung gegangen zu sein, als nur ins Tun. Ach, ich weiß nicht, man muss doch, es macht doch auch Sinn, einfach zu machen, oder? Also, sonst lernt man's andererseits, ja, wenn ich genau geplant hätte, hätte ich es mit Sicherheit nicht gemacht, weil so. Der Plan wäre auf dem Plan definitiv nicht aufgegangen. ja, jetzt haben wir natürlich hier einen wunderschönen Callback und das ist natürlich nicht vorbereitet und wir haben uns tatsächlich die Frage aufgeschrieben, wenn du eine Milchspeise wärst, welche wärst du dann? Nein, Joghurt. So schließt sich der Kreis. Stimmt. Sehr gut. Hätte ich aber sowieso gesagt. Ja. Danke an Sophie an der Stelle nochmal. Lies bitte nicht mehr unsere Skripte. Entschuldigung, ich musste trinken. Das macht nichts. Johann, wenn du etwas scheiße findest, aber es aus irgendeinem Grund, ich sage jetzt mal diplomatisch, aber nicht so benennen kannst. Zum Beispiel Interviews am Freitagnachmittag. Genau, wie sagst du es dann? Wie drückst du es aus? Ich würde sagen, dass ich was anderes interessanter finde. Ich versuche da sehr, weil auch jetzt, wenn ich Sachen inhaltlich nicht so gut finde, dann ist das ja ein persönlicher Blick darauf. Und für jemand anderen ist das vielleicht total interessant. Also ich bin weniger kategorisierend oder wertend als andere vielleicht. Ich bin dann. Hast du ein Lieblingsbild? Ich habe ganz viele Lieblingsbilder. Also ich habe unterschiedliche Lieblingsbilder in unterschiedlichen Museen und eigene Lieblingsbilder in der aktuellen Ausstellung zum Beispiel. Also, sag mal eins, so dass dir sehr präsent ist. Also ein Lieblingsbild ist das Bild hier von der Agavan Khosravi bei unserer aktuellen Ausstellung. Wenn man reinkommt, ganz geradezu, da sieht man eigentlich mehrere Bilder übereinander, weil das ist zwar ein Gemälde, aber die sind so verschachtelt und man sieht links ein persisches Kriegsvolk und rechts eins. Und in der Mitte ist es getrennt durch einen Frauenoberkörper, in den Schnüre laufen, vor dem wiederum ein gemalter Skulpturenkopf hängt, dem
diese gesammelten Schnüre wiederum aus der Stirn entspringen. Und dieses Bild finde ich wahnsinnig vielseitig und interessant aufgeladen. Und das ist eins der Lieblingsbilder, die mir gerade einfallen. Cool. Sammelst du auch selbst? Ja, ja. Also ich habe quasi mehrere Sammlungsbetätigungen. Aber ich sammle auch, wir sammeln privat, aber wir sammeln, kaufen natürlich auch für die, fürs Unternehmen. Könnte man sagen, dass die König Galerie das Silicon Valley für junge Künstlerinnen ist? Das Silicon Valley ist ja eine Gegend, ich weiß nicht, ob wir, also die König Galerie nicht, vielleicht die MISA, weil die König Galerie schon sehr eingeschränkt ist oder sehr spitz fokussiert und die MISA ist sehr viel breiter, sehr viel skalierender aufgestellt. Great, vielen Dank, das war das Kreuzverhör. Entschuldige, ich muss dir noch kurz Du hast noch was durchgefunkt. Genau, wir gut, dann. Ja, wir halten fest, oder Johann König, ein Joghurt. Ja, ein Joghurt. Ein, genau, ein Joghurt. Ein galerisierender Naturjoghurt. Bio-Naturjoghurt. Nicht der 10%ige. Aber bei Bio weiß ich gar nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht auch nicht. Ja, nicht Bio? Was macht Bio aus? Bio ist dann die Kuh. Der Stempel, der jemand Platz drauflegt. Ja, doch, lieber Bio als nicht Bio. Ja, würde ich auch sagen. Stimmt, ne, im Zweifel dann Bio. Ja, wir freuen uns auf dein Stand-Up-Programm im Herbst. Absolut. Und wenn dann der andere Johann König hier die Geschäfte übernimmt. Der Bio-Joghurt. Great. Auch cool. In der Lanxess Arena in Köln. Hätte gerne Wirtschaft studiert übrigens. Das ist der Antagonist, also zu Sebastian Glate, der Wirtschaft studiert hat im Bachelor und Master. Ah, ja. Und jetzt aber einen Podcast in seiner Freizeit macht und sich davon seelenheil verspricht. Also es ist einfach... Nur in der Freizeit? Aktuell. Ja, und was machst du beruflich? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Sebastian Glate, du hast den Lead. Habe ich den? Ja, bitte. Na, schön, gut. Den schenke ich dir jetzt. Das ist sehr lieb von dir. Du hast gerade schon gesagt, Kunst zugänglicher zu machen, ist ja auch irgendwie so ein bisschen deine Mission, sage ich mal. Das ist was dir sehr am Herzen liegt. Würdest du sagen, dass es dir hauptsächlich darum geht, das zugänglicher zu machen, auch wie du jetzt schon gesagt hast, für Käufer, potenzielle Käufer, also auf der wirtschaftlichen Seite? Oder hast du auch so einen Antrieb, es einfach den Menschen zugänglich zu machen, die einfach nur herkommen und sich das angucken? Absolut, letzteres. Ja, ja. Es geht nicht darum, irgendwas zu verkaufen, sondern die Künstlerinnen und Künstler machen die Kunst ja, damit sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Und es gibt auch ein großes Missverständnis, dass viele glauben, Kunst sei eben nur was für Wohlhabende, weil man muss sie auch nicht kaufen, also man muss sie auch keine Anteile kaufen. Man muss sich es auch nicht anschauen, aber es ist eben im Museum zum Beispiel, die beste Kunst hängt in öffentlichen Museen. Mhm. Und die gehört uns ja allen. Also die gehört dir, mir, dir auch. mein Junge, auch du. Auch dem armen Typen vom Radio gehört ein bisschen was von der Kunst. Ehrlich. Und das ist uns genauso wichtig, darauf hinzuwirken, dass es dafür ein Verständnis gibt. Ja. Cool. Ihr seid solche Schlawiner, ey. Mhm. Johann, was ich ganz cool finde bei euch ist, zumindest aus meinem nicht professionellen Kunsteindruck, ihr gebt euch wirklich Mühe, auch ein gutes Marketing an den Start zu bringen. Und zwar ein gutes, ich sage jetzt mal, digitales, tagesaktuelles Marketing. Mit diesen Laberlampen-esken Bildschirmen, die unten gerade bei euch sind. Richtig, und, richtig. Ja, richtig. Und weißt du, das ist genau der Punkt. Bei TikTok trendet das gerade. Wie sehr ist es berechnend? Wie sehr sagt ihr, das ist eine Plattform, die nutzen wir auch als Werbeträger oder irgendwie als Marketing? Oder ist es so ein Hype, der so zufälligerweise nebenbei entstanden ist? Nee, das kann man ja nicht wirklich so gut steuern, also weil wir machen alles organisch. Wir machen ja jetzt kein Paid Advertising. Aber wir finden das auf alle Fälle gut, weil das dazu führt eben, dass Leute das sehen und darauf aufmerksam werden und dann oft auch glauben, es kostet Eintritt, was es ja nicht tut. Ist ja komplett kostenfrei, aber 99% der Leute, die reinkommen, glauben, es kostet eigentlich Eintritt, was natürlich auch schön zu sehen ist, dass sie ja bereit wären, Eintritt zu bezahlen. Also das ist schon mal eine grundlegende Wertschätzung da. Voll. Genau, genau. Manchmal bin ich auch am Überlegen, ob wir vielleicht Eintritt nehmen sollten. Das ist halt mehr Geld. Um die Erwartung zu erfüllen auch so. Ja, ja und die Erwartung zu erfüllen und um das aber wiederum auch zu nutzen, um Werbung vielleicht machen zu können. Mhm. Ja. Und um das zu befreien von diesem,
okay, das ist jetzt kostenlos, aber dann erwarten die ja irgendwas von mir. Mhm. Ja, also weil wir alle wissen irgendwie... Die Menschen wollen, glaube ich, für Sachen bezahlen. Ja, aber dann sind sie zumindest frei. Ja, ja? Dann sind sie aus dieser... dann ist diese... ist es irgendwie geregelt und dann schulden sie auch nichts. Aber schulden dann, sie auch sowieso nichts, aber das wird uns oft nicht geglaubt. Da wird irgendwie... Aber das ist ja auch paradox, weil die Menschen, dann benutzen sie Facebook, Instagram, WhatsApp, benutzen ja, aber da bezahlen sie ja mit ihren Daten. Ja, gut, aber wie viel der Leute ist das denn bewusst, so sage ich mal? So, tschüss, jetzt hat sich Sebastian Glattes Glatte ausgeschaltet. Das ist ja passiert, die ist wahrscheinlich überhitzt, die kleine Maus. Viele Monate später. Johann, hast du aktuell, wir haben eine Playlist für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen. Die heißt, Sebastian Heigl? Eiskalte Hits, lieber Johann, und Songs zum Duschen. Genau. Hast du aktuell ein oder mehrere Lieder, die du hörst, die dir gefallen, die du auf unsere Playlist setzen möchtest? Zu eiskalte Hits? Mhm. Ja. Naja, dann natürlich Ice Ice Baby. Geil. Ich möchte ein Eisbär sein. Von Grauzone. Genau, ja, Grauzone. Geil. Dann Ice-T. Alles von Ice-T. Body Count. Geil. Body Count von Ice-T. Ice Cube auch noch was? Ice Cube war nie so, ich war immer Ice-T. Ice Cube finde ich auch gut, aber ich war hier, Ice-T fand ich irgendwie besonders gut. Vanilla Ice gibt es, glaube ich, noch. Also das ist ja Ice Ice Baby. Das ist Ice Ice Baby, genau. Hatten wir schon. Und dann noch... Icy Eyes. Ne? Icy Eyes, natürlich. Liebe Grüße nach Hamburg. Oder wie heißt Bürgerlars Dietrich? Mit Sexy Eyes. Ja, genau, das gab es auch noch. Genau, und Eis... Coldest Ice, Foreigner. Oh ja, auch gut. Und ICO. Ja, ich habe zwei Songs dabei. Rasselbande von Otipendia, den wir mit Jakob von euch gehört haben. Grüße. Und von unserem ehemaligen Gast, der Mele, Bitte küss mich. Ein auf jeden Fall krasser Ohrwurm. Sebastian, wie sieht's bei dir aus? Uff, vieles. Also ich lege mal kurz aus dem Teutonics-Universum drauf. Riot... im Cooper Safer Remix von The Phenomenal, so heißt das, Handclap Band, rausgekommen und gepublished auf Teutonics. In My Head von The Queens of the Stone Age habe ich mich wieder rein verliebt. Und weil es so schön passt in diese Runde, Hagi Ichte mit Künstlerschweine. So. Auch auf die Playlist Eiskalte Hits und Songs zum Duschen zu finden bei Spotify. Bevor wir Johann jetzt in sein Meeting entlassen, haben wir noch ein Geschenk für ihn, und zwar von unserem letzten Gast von Coeo. Das ist dort hinter dem Ding, leider nicht in der original silbernen Kiste, die wir normalerweise nutzen, sondern in einer wunderschönen M94.5-Tüte. Shoutout M94.5, lang nicht mehr da gewesen. Und zwar unsere letzten Gäste, Coeo sind ein DJ-Duo. Ein Haus-DJ-Duo. Und die haben dir dieses wunderschöne Geschenk mitgegeben. Es ist eine Schallplatte aus ihrem Fundus, die vielleicht auch ein bisschen schrottig ist. Sie heißt auf jeden Fall Gisela serviert Chansons. Ah ja, super. So. Aber das ist ja schön, Schwabing. Erinnert mich an meine Mutter, die hat lange in Schwabing gelebt. So. Ja, das ist Altmünchner 70er-Jahre-Flair, würde ich mal behaupten. Oder in den 60er, ich weiß es, glaube ich, gar nicht. In der Tengstraße. Super. Ja, vielen Dank. Cool. Super. Johann, vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank für deine Zeit. Und hier ist die für den Tür. Pablo. Okay. Hier ist die Tür. Und hier ist die Tür. So, und jetzt aber ab mit euch. Bitte, bitte, von jetzt aber Feierabend. Johann, vielen Dank dir.